Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen mal schnell in die Sonne, weil es scheint die Sonne. Wahnsinn, oh, herrlich, herrlicher Herbsttag. Wir haben jetzt Mitte November, den 10. 10. November. Und es ist ein wunderschöner, Huch, muss ich alleine filmen, ein wunderschöner Herbsttag. Ich habe gestern noch mal gemäht, ich habe gestern endlich den Dünger gestreut. Es sind jetzt gerade so noch 9 Grad Bodentemperatur. Und ich will euch heute etwas zeigen, was ich schon ein bisschen länger in der Garage liegen habe. Jetzt darf ich es endlich auspacken und euch zeigen. Ihr werdet es gleich sehen. Viel Spaß! Oh, herrlich. Ja, lieber Rasenfreaks, eigentlich ist der Sportman ja schon eingemottet. Die Saison ist vorbei. Ich habe das letzte Mal gemäht mit dem Sportman. Aber jetzt hole ich nochmal raus, weil ich nämlich einen Groomer bekommen habe. Eine Groomer-Kassette für den Sportman. Yeah. Und die muss ich ja endlich mir mal angucken. Endlich mal einbauen. Und vielleicht ganz kurz mal testen. Ganz kurz. Das zeige ich jetzt gleich. Wow. Ta-da-da-da. Action, das ist die Lüfter, oh Mann, das ist die Groomer-Kassette von Swordman. Wow, heieieiei, nicht schlecht, wow, da bin ich ja mal gespannt. Bauen wir erstmal die 6-Messer-Spindel aus, Kassette raus und die neue Groomer-Kassette rein. Deutlich leichter, trotz der vielen Messer, deutlich leichter als die Spindel. Ach so, ach ja, diese neue Schrauben drauf. Andreas, mach doch mal die neuen Schrauben ab. Ja, Sportman liefert immer die Kassetten mit neuen Schrauben. Entschuldigung. Ja, toll. Toll, Rasenfreak. Also hier kann ich auf jeden Fall Handschuhe empfehlen. Handschuhe anziehen, weil das ist ganz schön scharf hier. Soll ja auch scharf sein, so eine Groomer-Kassette, weil das senkrechte Schneiden der Gräser hier die Idee ist. Das ist keine Vertikutierkassette, sondern es ist eine Groomer-Kassette und diese sehr dünnen Messer, kann ich mal messen, wie dünn die sind, die sehr dünnen Messer sollen die querlaufenden Halme zerschneiden und dafür sorgen, dass das Gras erstmal noch stärker wächst und mehr nach oben wächst und nicht in die Breite wächst. Und deswegen sind die vielen Messer da. Vom Design her ist das schon so ein bisschen an eine Vertikutierkassette angelehnt. Fertig. Sehr gut. Sehr schön. So, Sportman sagt jetzt zur Einstellung, das gilt auch für die Vertikutierkassette. Und zwar sagt jetzt Sportman, man soll also die Groomer-Einheit einbauen, den Deckel dann drauf machen. Und jetzt soll man den Mäher auf einen Betonboden, also auf eine ebene Fläche stellen und die Einheit absenken, bis sie den Boden berührt. Das aufmachen. Da, jetzt berührt sie den Boden, feststellen, so gucken, der steht jetzt hier auf, hier an den Ablesen auf 4 mm und jetzt soll man, natürlich nicht hier, das geht nämlich jetzt hier nicht, sondern auf der Fläche soll man dann noch die Groomer-Einheit 2 mm tiefer stellen. Und bei der Vertikutierkassette soll man es ganz genauso machen. Also absenken, bis die Vertikutierkassette, die Vertikutiermesser den Betonboden berühren und dann nochmal 5 mm auf der Fläche tiefer stellen. Das ist die richtige Einstellung. So, und jetzt, bevor es jetzt gleich wieder hier regnet, machen wir damit einen Test. So, Freaks, jetzt sind wir hier auf der Fläche. Und jetzt gehen wir noch, also wir waren auf 4. Und jetzt gehen wir noch 2 mm tiefer. Ah. So. Ui, das geht aber schon tief. Wow, ich kann richtig gucken.
So, gut. Und jetzt festziehen. So, festziehen. Gut. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Meine Frau ist nicht da. Das tut mir jetzt echt leid. So, ich bin jetzt echt gespannt. Achtung. So, Freaks. Ich versuche mit einer Hand. Nee, ich versuche jetzt mit einer Hand zu filmen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, alles mit einer Hand hier. So, lieber Rasenfix, jetzt mache ich nicht mehr. Das war jetzt schon mehr als genug hier Mitte November. Eine Groomer-Einheit einzusetzen geht gar nicht. Wir müssen noch im Frühling warten. Es ist vorbei. Ich kann es auch nicht ändern. Aber ich wollte sie euch wenigstens kurz gezeigt haben. Die neue Groomer-Einheit von Swordman. Falls ihr schon irgendwelche Informationen habt oder schon mal selber das Teil getestet habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich will das natürlich ausführlich nächstes Frühjahr prüfen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, gebt mir gerne ein Abo und gebt mir auch gerne einen Daumen, wenn ihr mögt. Sage ich jetzt wieder mal ein bisschen öfters, weil ja, wir wollen ja die 50.000. Ist egal. Alles gut. Ja, sehr, sehr spannend, das Teil. Schaut mal auf die Homepage von Swordman. Ihr kriegt noch 5% über den Rasenfreak-Gutschein. Ne, hier Werbevideo, ganz klar. Deswegen, hier glaube ich, ne, da, deswegen ist natürlich ein Werbevideo, weil ich natürlich von Swordman unterstützt werde. Die haben sie mir natürlich geschickt, die Kassette, um sie euch zu zeigen. Gar keine Frage. Ja, schreibt, wie ihr es findet. Ich bin sehr gespannt. Es scheint sehr schonend zu sein, das Teil. Und dann bin ich gespannt aufs nächste Frühjahr. Danke fürs Zuschauen. Euer Rasenfreak freut sich auf euch im nächsten Video. Ciao.